Fragmente einer Krise. Die Spielplatzöffnung. Wir schreiben den Tag 51 A.C. Also den 51. Tag nach der ersten Corona-Verordnung, auch unter dem 7. Mai 2020 bekannt, und befinden uns in einem Haus am Ende einer Straße in einem bei weitem nicht übervölkerten Örtchen. 8.02 Uhr. Der gemeindeeigene Kleintransporter eines italienischen Autoherstellers knattert vis-à-vis auf den Bürgersteig. Die Tür öffnet sich und der huttragende Bauhofmitarbeiter setzt gemächlich einen Fuß nach dem anderen aus der etwas zu klein für ihn anmutenden Fahrerkabine, liegt aber wahrscheinlich nicht am Hut. 8.04 Uhr. Ich versuche im Badezimmer das achtmonatige Baby zu wickeln und muss meinen Beobachtungsposten vom Fenster dafür verlassen, weil der Kleine sich einfach die Windel noch nicht selbst anzieht. 8.07 Uhr. Habe das feierliche Durchtrennen des rot-weißen Trassierbands, auch Flatterband oder Absperrband genannt, verpasst und ärgere mich kolossal, denn ich hätte dies gerne quer über die Wendeplatte mit tosenden Applaus und Jubelrufen begleitet. Brülle stattdessen nach der Sechsjährigen und lege ihr nahe, mal aus ihrem Kinderzimmerfenster zu schauen. 8.08 Uhr. Ihre Hurra-Rufe und ekstatisches Gehopse hätten mein Jubeln alt aussehen lassen. Ich bin stolz auf sie. Das Kind kann sich adäquat und situationsangemessen artikulieren und dies mit Mimik und Gestik verdeutlichen. Ich atme auf. Immerhin ein Entwicklungsschritt, bei dem sie in den vergangenen Wochen in totaler Isolation nicht den Rückwärtsgang eingelegt hat. 8.09 Uhr. Anstelle herbeiströmender Massen fliegt nun die in der Nachbarschaft bekannte Elster in aller Seelenruhe auf einen Haselnussstrauch. 8.10 Uhr. Widerwillig verlässt die Elster ihren Platz, als die ebenso in der Nachbarschaft bekannte schwarze Katze majestätisch das Feld betritt und im größten verfügbaren Katzenklo in 5 Kilometer Umkreis sich ihres Frühstücks entledigt. Der Bauhofmitarbeiter ist verschwunden. 8.11 Uhr. Mutmaßlich stand in der Stellenbeschreibung des Bauhofmitarbeiters nichts von einer Qualifikation für etwaige Inszenierungen gemeindeträchtiger Ereignisse. Bürgermeister und Musikverein sind nicht vor Ort, auch der Schorlewagen fehlt. Hätte mir wenigstens vom Bauhofmitarbeiter als Begleitmusik für die ganze Aktion vom Band Thunderstruck von AC/DC gewünscht. Oder wenigstens Ozzy Osbourne mit Crazy Train. Werde später einen Soundtrack mit heroischer Musik zusammenstellen und diesen der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung stellen. Man weiß ja nie, wozu das in Zukunft mal nützlich sein könnte. Es war doch mal im Gespräch, auf unserer beschaulichen Gemarkung mehr Optionen für begleitetes Wohnen im Alter zu schaffen. Oder täusche ich mich? Überlege, ob der gemeindeeigene Kleintransporter italienischen Fabrikats überhaupt die Möglichkeit hat, Musik abzuspielen. Da fällt mir der mobile Gitarrenverstärker ein, der für den örtlichen St. Martins-Umzug benutzt wird, damit die mitlaufenden Heerscharen ansatzweise wissen, wann sie leiser reden müssen und so tun können, als würden sie singen. Dieser Verstärker ließe sich von gitarrenspielender Erzieherin sicher für einen guten Zweck ausleihen und auf dem Dach des Kleintransporters befestigen. Werde zum Soundtrack also noch eine Rolle Panzerband und Kabelbinder dazulegen. 8.12 Uhr. Aus der Staubwolke der scharrenden Katze schreitet der Bauhofmitarbeiter würdevoll mit einem Klemmbrett unter dem Arm. Respekt! Doch noch ein ansehnlicher Show-Effekt, sogar klimaneutral. Meine Tochter hat sich mittlerweile Kleider angezogen und ist im Begriff, das Haus zu verlassen. Ich erwäge, sie zu begleiten. Ob sie wohl in all der Aufregung an ihr neues Accessoire denkt? Denn Mund-Nasen-Schutz war gestern. Um die ihr zugestandenen 10 Quadratmeter Fläche nutzen und Abstandsregeln einhalten zu können, habe ich ihr ein Gewand DIY'd. Ganz ohne Zuhilfenahme von einem einschlägigen Verbreitungsportal bewegter Bilder mit Ton. Wenn andere Menschen in der Nähe sind, kann man den mit Paletten versetzten, handgeklöppelten Umhang mit einer Schnur aufziehen. Man verwandelt sich sozusagen in einen menschlichen Sonnenschirm.
Harry Potters Umhang dagegen taugt dagegen im Vergleich nur noch als überdimensionaler Rotzlappen. 8.13 Uhr. Fühle mich wie so oft in den letzten Wochen einfach so von einschneidenden Ereignissen überrumpelt. Der Bauhofmitarbeiter ist aber auch so kurz nach Dienstbeginn schon auf Zack, beachtlich. Die Tochter ist schon bei der Haustür. Werde das Gewand erstmal bei mir behalten. Ich atme einmal durch und lasse das Kind ganz gegen die zurzeit vorherrschende Überverantwortung einfach so laufen. Die Rebellion macht mich ganz kribbelig im Bauch. Bin glücklich, weil die Große nach wochenlanger Isolation in engem Raum einen Moment in unendlicher Weite erleben kann, bevor unzählige Menschen unterschiedlichen Alters ihn zunichte machen. 102 Dreiviertel Quadratmeter Spielplatz ganz für sie allein. 8.14 Uhr. Sehe mit Tränen in den Augen durch das Badezimmerfenster, wie meine Tochter anfängt, über die Wendeplatte zu rennen. Lauf, mein Mädel, lauf, denke ich stolz. Forrest Gump ist dagegen so schnell wie ein Dreifinger-Faultier. Jeden Tag lag mir mein Kind in den Ohren, wann sie endlich auf den Kletterbaum des abgesperrten Geländes darf. Mit hängenden Schultern, Tränen überströmt, schluchzte sie in meinen Armen. Jetzt ist ihr Moment gekommen. Soll ich schnell die Anlage aufdrehen und Jump von Van Halen laufen lassen? Aber dann klappt mir das Kind runter. Nein. Nein! 8.15 Uhr. Das gibt's doch gar nicht. Sie läuft zurück. Was ist das denn? Was passiert denn da unten jetzt? Sie hatte den Rasen schon erreicht. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, denke ich. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Komme mir vor wie beim Fußballspiel der F-Jugend. Höre unter mir die Haustür schlagen und sinke erschöpft auf dem Badvorleger zusammen. Es war so knapp. Mama, ich hol mir nur Gummistiefel. Da ist alles so nass, höre ich sie rufen. Oh, du lieber Himmel, was haben wir getan? Was ist mit meinem Kind passiert? Woher kommt diese Vernunft? Ist das eine Begleiterscheinung dieser schrecklichen Krankheit? Wo hat sie sich nur angesteckt? 16.43 Uhr. Ich schiele bestimmt schon zum 80. Mal aus dem Fenster auf den Spielplatz, um die gefürchteten Heerscharen einlaufen zu sehen. Endlich wird mein Durchhaltevermögen belohnt. Eine Mutter mit ihrem Sohn nähert sich. Wahrscheinlich lauert um die nächste Ecke die ganze U12-Nachbarschaft mit ihren Eltern, die alle bis 16:30 bei dem einzigen krisenfesten Unternehmen der Umgebung arbeiten waren. Ich schnappe mir den Müllbeutel, um zur Tonne an der Straße zu gehen. Dort habe ich eindeutig einen besseren Blick. Das Baby brüllt. Ich drehe um, nehme das Baby auf den Arm und greife mit der Hand nach der Mülltüte. 16.44 Uhr. Mutter und Sohn sind mittlerweile auf dem Spielplatz angekommen. Der Junge setzt sich auf die Bank. Hans-Georg, sagt die Mutter. Schorschi, sagt sie noch einmal. Geh spielen. Aber Schorschi bleibt sitzen. Nach einer Weile fängt er an, undefinierbare Armbewegungen zu machen. Dann verfinstert sich seine Miene. Mama, sagt er. Mama, das Spiel ist kaputt. Wieso? Antwortet die Mama. Hier ist deine Wippe, oder möchtest du schaukeln? Dort ist noch ein Karussell und hier kann man klettern. Sie deutet auf den Kletterturm. Schorschi schaut seine Mutter entgeistert an, während er immer hektischer seine Arme bewegt und mit der Hand durch die Luft wischt und tippt. Ich kann die Rutsche nicht größer bauen und dann zerstören, und die Kinder da hinten bewegen sich nicht so, wie ich will. Damit meint er wohl meine Tochter und die Geschwisterkinder aus unserem Nachbarhaus, die sich seit heute Morgen nicht mehr aus dem Sandhaufen wegbewegt haben. Schorschis Kopf ist jetzt hochrot. Du musst das Spiel löschen, Mama, und neu laden, jetzt sofort. Mehr bekomme ich nicht mit. Denn weil Schorschi über den ganzen Platz schreit, schreit auch das Baby. Ich muss rein. 21.01 Uhr. Mein Tag neigt sich dem Ende zu. Auch ist das Spielen auf dem dafür vorgesehenen Platz zu dieser Uhrzeit untersagt. Nebst meiner Tochter, den Nachbarskindern, Schorschi und seiner Mutter waren keine anderen Kinder heute hier. Die erwarteten Massen blieben aus. Wahrscheinlich braucht die nächste Generation eh keine Spielplätze mehr. Die kriegt nur noch virtuell Kinder. Diese kann man dann auch ganz einfach und unkreativ wegklicken, wenn man nicht weiß, wohin mit ihnen. Schorschi hat da bestimmt eine Idee. Aber aktuell gibt es die Hoffnungsträger ja, wie die Mächtigen des Landes unsere noch nicht erwachsenen Mitbürger, unsere Zukunft halt, nennen. Komme darüber hinaus zu der Überzeugung,
dass meine Tochter sicherlich Bescheid geben wird, wenn mehr als die erlaubte Anzahl Kinder auf dem Spielplatz sind, weil sie ja jetzt so vernünftig ist. Bleibt also nur noch die Frage nach dem Gewand, dessen Einsatz damit hinfällig geworden ist. Was ist eigentlich mit den südeuropäischen Straßenverkäufern? Die sind doch sicherlich in einem krisenfesten Gewerbe und könnten mal ganz solidarisch länderübergreifend in neue Garderobe und Geschäftslokal investieren.